Hallo und herzlich willkommen. Ich zeige euch in diesem Tutorial, wie ihr euch auf interwetten.com anmeldet, den hundertprozentigen Bonus kassiert, die Möglichkeiten, die diese Website bietet und wie ihr eine Wette platzieren könnt. Über unsere Vergleichsportale fußballwetten.info und sportwettenanbieter.com gelangt ihr einfach und direkt auf einen Wettanbieter. In diesem Fall interwetten.com. Um wetten zu können, müsst ihr euch anmelden. Dazu gebt ihr auf der Startseite eure persönlichen Daten wie Name und E-Mail-Adresse an und klickt auf Weiter. Auf der Seite, die jetzt erscheint, überprüft ihr nochmal eure persönlichen Daten, gebt eure Adresse an, sucht euch einen Benutzernamen sowie ein Passwort aus, unten einen fünfstelligen Code eingeben, dann die AGB bestätigen und auf Jetzt registrieren. Jetzt seid ihr registriert und könnt euch einloggen. Dazu gebt ihr oben euren Benutzernamen und euer Passwort ein und klickt rechts auf Login. Um eine Wette platzieren zu können, braucht man natürlich ein Guthaben. Dazu oben auf den Button Einzahlung klicken. Jetzt werden euch die verschiedenen Einzahlungsmethoden angezeigt, zum Beispiel per Kreditkarte, Visa oder Mastercard. Natürlich gibt es auch Online-Banking. Oder ihr wählt die Möglichkeit mit Banküberweisung. Dabei müsst ihr bedenken, dass es bis zu 10 Tagen dauern kann, bis das Geld angekommen ist. Wir entscheiden uns für die Möglichkeit mit PayPal und klicken dazu rechts auf Einzahlung. Hier müsst ihr noch euer Geburtsdatum eingeben und auf Bestätigen klicken. Jetzt gebt ihr in der oberen Leiste den Betrag ein, den ihr einzahlen möchtet, in unserem Fall 10 Euro. Dabei solltet ihr bedenken, dass ihr einmalig auf eure erste Einzahlung 100% auf den Einzahlungsbetrag bekommt. Bis zu 100 Euro sind möglich. In unserem Fall erhalten wir also einen Welcome-Bonus von 10 Euro. Dies ist aber nur einmal möglich, also gut überlegen. Jetzt unten auf Jetzt einzahlen klicken und die Einzahlung per PayPal bestätigen. Euer Konto ist nun aufgeladen und ihr könnt Wetten platzieren. Dazu gibt es zahlreiche Möglichkeiten auf interwetten.com. Ich stelle euch heute vor, wie man auf ein Fußballspiel setzt. Dazu klickt ihr in der oberen Leiste links auf Sportwetten. Nun werden euch unten links die verschiedenen Sportarten angezeigt, auf die ihr wetten könnt. Wir scrollen ein wenig runter, um uns die zahlreichen Möglichkeiten anzuschauen. Dort könnt ihr zum Beispiel auf Fußball, auf Tennis, Eishockey, Basketball und viele weitere Sportarten wetten. Da wir auf ein Fußballspiel setzen wollen, klicken wir auf Fußball, dann auf die erste deutsche Bundesliga. Jetzt werden euch die Partien des nächsten Wochenendes sofort angezeigt. Dort habt ihr die Möglichkeit, entweder auf einen Heimsieg, auf einen Unentschieden oder auf den Auswärtssieg zu wetten. Außerdem gibt es weitere Zusatzwetten auf der rechten Seite. Ich entscheide mich für die Partie HSV gegen Köln und setze auf den Heimsieg für Hamburg. Rechts wird mir sofort mein Wettschein angezeigt. Hier gebe ich den Betrag ein, den ich wetten möchte, in unserem Fall 1 Euro. Und unten wird mir mein möglicher Gewinn angezeigt. Jetzt nur noch den Wettschein platzieren. Wie ihr gesehen habt, ist es sehr einfach auf interwetten.com eine Wette zu platzieren. Außerdem hat die Website noch viele andere interessante Bereiche, wie zum Beispiel ein Live-Casino oder auch Rubbellose zu bieten. Dies war ein kleiner Einblick, welche Möglichkeiten euch interwetten.com bietet. Wenn ihr den Anbieter ausprobieren wollt, klickt doch einfach auf den folgenden Link.